Schaut gut aus. Dann einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten in diesen Samstag hier in Regensburg mit Bier. Der Sven ist Diplom-Braumeister, Brau-Consultant, wie wir gerade schon gelernt haben, und Mitbegründer von Freibier-CC, was es auch hier zu probieren gibt. Aber jetzt wird er uns darüber erzählen, wie wir mit minimalem Aufwand bei uns zu Hause auch Bier brauen können. Also viel Spaß. Toll, das war klar. So. Guten Morgen miteinander, mein Name ist Sven. Ich habe im zarten Alter von 16 meine ersten Hausbrauversuche unternommen, die teilweise gar fürchterlich missglückt sind. Es war wirklich nicht schön, was man da trinken musste. Habe dann darauf, dass ich dachte, das muss besser gehen, habe ich eine Ausbildung zum Brauer und Melzer gemacht, habe dann bei Stefan meinen Diplom-Braumeister draufgesetzt. War dann international im Betriebnehmer für Brauereien. Mir hat da aber wirklich der Umgang mit dem Material gefehlt. Dann habe ich mit einem Kumpel zusammen die Waschraumbrauerei gegründet, ein Hobbyprojekt. Da kamen dann immer mehr Leute, ob man das Bier auch mal kaufen könnte. Und das mündete dann in Freibier-CC, also unserer kommerziellen Brauerei. Für das Hobbyprojekt fehlt jetzt leider die Zeit im Moment. Warum ich den Vortrag heute halten will, das ist eigentlich, als Brauer wird man regelmäßig gefragt, boah, ich will mal daheim Bier brauen, was brauche ich dazu? Es kommen dann auch immer so Leute mit irgendwelchen Geräten um die Ecke, einem Brewpie und da komplett alles automatisieren und wo ich sage, naja, kann man alles später mal machen, aber was brauche ich wirklich, um mit minimalem Aufwand, vor allem auch mit minimalem finanziellen Aufwand daheim Bier zu machen, dass ich nicht und mich da nicht in Unkosten stürze, um dann festzustellen, brauen ist vielleicht gar nicht mein Hobby. Und also es geht darum, was brauche ich, wenn ich zum ersten Mal zu Hause in meiner Küche oder sonst irgendwo Bier brauen will, was brauche ich nicht. Wir werden den kompletten Prozess in die Einzelschritte zerlegen und darauf eingehen, was brauche ich für diesen Prozessschritt, was muss ich kaufen, was habe ich vielleicht schon daheim. Und Ziel soll dann wirklich sein, 10, 15, 20 Liter eigenes Bier daheim zu produzieren. Also es wird kein kompletter Braukurs werden, es ist einfach nur mal kurz runtergebrochen, was braucht ihr nicht. So, Bierbrauen, ganz kurz, ich werde ein paar Sachen sagen, die nicht unbedingt so vom Reinheitsgebot abgedeckt sind. Wir reden hier heute von Bier, auch wenn wir in Bayern sind, also wir machen da jetzt keine Unterschiede. Und ich werde nicht irgendwelche obskuren Wortkonstruktionen wie alkoholhaltiges Malzgetränk, Lebensmittel eigener Art verwenden, sondern wir reden hier heute von Bier, auch wenn es mal gegen das Reinheitsgebot geht. So, bevor wir jetzt mit dem Brauen anfangen, sollten wir wissen, müssen wir erstmal ein paar Begriffe definieren. Also unser Bier ist aus Wasser, Malz, Hopfen, Hefe. Was ist eigentlich Malz? Warum brauchen wir das Malz? Und warum nehme ich nicht einfach die Gerste? Wir brauchen für unsere Hefe später, dass die uns Alkohol und Kohlensäure herstellt, brauchen wir Zucker. In unserem Korn ist aber nur Stärke vorhanden. Wenn so ein Korn keimt, braucht es aber auch Zucker und nicht die Stärke. Beim Keimen bildet das Korn Enzyme. Und sobald ich diese Enzyme gebildet habe und das Korn aufgelöst habe, dass ich es leichter schrotten kann, unterbreche ich diese Keimung, indem ich es wieder trockne. Und dann habe ich da ein Malz, wo die Enzyme aktiviert sind, mit denen ich später aus meiner Stärke Zucker mache. Ganz grob runtergebrochen. Beim Trocknen von dem Malz, das machen wir einfach über heiße Luft, gehen wir da maximal bis 85 Grad, wird es ein helles Malz, gehen wir bis über 100 Grad, dann wird es ein Münchner Malz, gehen wir bis auf über 200 Grad, wird es ein Röstmalz. Einfach so kommen dann auch die Farben der Malze und später auch die Bierfarben zustande. Dann müssen wir jetzt das Brauen kurz in seine einzelnen Schritte zerlegen. Und zwar beim Brauen, was mache ich? Zuallererst muss unser Malz geschrotet werden. Wir machen einfach das Malz klein, damit wir an die Inhaltsstoffe rankommen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Später bei dem Schritt läutern brauchen wir die Spelzen. Das heißt, wir müssen das Malz, den Malzkörper müssen wir innen drin zerschlagen, aber die Spelzen außen bitte möchten ganz bleiben. Deshalb nicht mit einer Kaffeemühle oder sowas anfangen, das Malz daheim schroten zu wollen. Dann maischen wir, das heißt, wir mischen einfach unser Malz mit Wasser und fahren dann die Temperaturoptimas der Enzyme ab, die wir vorher gebildet haben. Damit diese Enzyme uns eben aus unserer Stärke Zucker machen, die später unsere Hefe braucht. Wir bauen noch ein paar Eiweiße ab und so weiter, aber das sind Kleinigkeiten, die einfach nebenher passieren. Dann wird abgeläutert. Ich habe noch meine festen Bestandteile. Die müssen jetzt vom Flüssigen getrennt werden. Das geht über irgendeine Form von Sieb, von Siebboden, von Filtermöglichkeit. Da brauchen wir jetzt die Spelzen von unserem Korn, weil die bilden die eigentliche Filterschicht.
Deshalb müssen die Spelzen beim Schroten ganz geblieben sein. Wir ziehen unten die zuckerhaltige Flüssigkeit raus. Jetzt haben wir natürlich in den Drehbern, die da noch drauf liegen, haben wir jetzt noch einen Haufen Zucker drin. Den wäschen wir mit heißem Wasser noch aus, dass wir den Zucker noch mitnehmen. Dann gehen wir weiter zum Würzekochen. Würzekochen tun wir, um unseren Hopfen zu lösen, um unedle Aromakomponenten auszutreiben, um Eiweiße auszufällen, die später das Bier extrem trüb machen würden, um das Ganze zu sterilisieren und auch um unsere eigentliche Stärke des Bieres einzustellen. Also wir verdampfen da wieder Wasser. Dann kommt die Heißtrubabscheidung. Wir haben gerade Eiweiße ausgefällt, die müssen irgendwie raus. Das läuft über einen Whirlpool, über einen sogenannten Teetasseneffekt. Wir versetzen das Ganze in Rotation. Der ganze Trub sammelt sich in der Mitte zum Kegel. Und dann sind wir im Heißbereich im Sudhaus fertig. Dann kommt die Gärung und Lagerung. Da wird jetzt dann, wenn die Würze runtergekühlt ist, wird Hefe zugesetzt. Ab dem Moment reden wir dann nicht mehr von Würze, sondern ab dem Moment reden wir von Bier, von Jungbier, von Grünbier und so weiter. Also ab dem Moment redet der Brauer von Bier, wenn die Hefe dazu ist. Da haben wir die Hauptgärung, wo wir erstmal allen Zucker in Alkohol und Kohlensäure umbauen. Dann haben wir die Nachgärung, wo wir noch ein paar unedle Aromakomponenten austreiben, wo wir das Ganze noch ein bisschen einfach Bier, wo wir den Geschmack ausbilden. Und dann ist das Bier prinzipiell fertig. So, Rechtliches. Wir sind in Deutschland, es geht in Deutschland nichts ohne Gesetz. Wenn ihr zu Hause Bier brauen wollt, das unterliegt der Steuerpflicht. Es gibt aber für Haus- und Hobbybrauer, die dürfen in ihrem Haushalt 200 Liter Bier im Jahr steuerfrei herstellen. Das ist wichtig, Haus- und Hobbybrauer. Macht ihr das nicht zu Hause, mietet ihr euch einen eigenen Raum dafür, müsst ihr ab dem ersten Liter Steuer zahlen. Macht ihr das zu Hause, fallt ihr unter die Haus- und Hobbybrauerregelung. Das ist eine formlose Meldung ans zuständige Zollamt, hier ist Hauptzollamt Regensburg. Am besten ihr schickt einen Fax, nee, E-Mail geht auch. Einfach denen formlos mitteilen, ich möchte weniger wie 200 Liter Bier in diesem Jahr brauen und damit seid ihr damit auf der sicheren Seite. Müsst dann auch keine Steuern zahlen, erst wenn ihr über die 200 Liter rauskommt. Zwischenmenschliches, ganz wichtig, wenn ihr zu Hause brauen wollt und habt Mitbewohnerinnen oder Lebensgefährtinnen in diese Richtung, die Küche wird mindestens 8 Stunden nicht benutzbar sein. In dieser Zeit wird kein Essen da drin gekocht. Die Küche wird aussehen wie Hulle. Bier klebt, also diese Bierwürze, das ist eine zuckerhaltige Flüssigkeit, das klebt. Plant nach den 8 Stunden Brauen noch mindestens 1 Stunde sauber machen mit ein. Klärt das vorher in eurem Haushalt ab. So, jetzt kurze Frage an euch. Falls jemand mit dem Gedanken spielt, Bier zu brauen, welches Bier würdet ihr gerne? Was denkt ihr euch, was braut ihr als erstes Bier? IPA vom Timo, genau. Gibt's? Danke, das wollte ich genau nicht hören. Nee, gibt's irgendwas? Welches Bier wollt ihr brauen? Hat jemand eine? Ja, genau. Es fällt mir hier das und warum die meisten das falsche Bier brauen wollen. Außer im IPA war jetzt nichts wirklich Falsches dabei. ihr wollt obergärig brauen. Obergärig und untergärig sind einfach zwei verschiedene Hefen. Untergärige Hefe braucht niedrigere Temperaturen. Das ist daheim erstmal relativ schwierig herzustellen, ohne eine genaue Temperatursteuerung. Ihr wollt irgendwas Obergäriges brauchen, also ein englisches Ale, auch ein Red Ale, wie der Timo gesagt hat, ein Kölsch, ein Alt. Kein Weißbier, weil das Läutern über die Gerstenspelzen, Weizenmalz hat keine Spelzen, da tut ihr euch mit dem Läutern sehr schwierig. Ihr könnt einfach ein Weizenbier ohne Weizenmalz machen. Also ihr nehmt eine klassische bayerische Weißbierhefe, macht ein Gerstenbier. Ihr wollt auf alle Fälle obergärig brauen. Dann mit der Stammwürze. Ihr wollt jetzt kein Pilz helles, sondern geht lieber in die Richtung von einem Export, von einem Märzen, von der Bierstärke her. Also ein bisschen 11 Grad Plato wäre so ein Standardbier. Geht lieber auf die 12, 13 Grad Plato. Warum? Ihr kennt eure Ausbeuten nicht daheim. Ihr wisst nicht, wie viel bringe ich wirklich in Lösung. Wird es dann etwas schwächer, habt ihr immer noch ein Bier, das in einem normalen Bereich liegt. Wird es etwas stärker, seid ihr noch nicht beim Doppelbock. Also fangt da eher, auch das Läutern wird schwieriger, je stärker das Bier wird. Also bleibt eher in so einem moderaten Bereich. Hopfung habe ich jetzt hier hingeschrieben, habe ich eine IBU-Zahl hingeschrieben. Das ist Blödsinn, macht einfach eine
moderate Hopfung. Also das Bier nicht komplett, jetzt wie ein Pilz, komplett viel zu bitter und auch nicht komplett ganz ohne Hopfen. Ihr braucht den Hopfen technologisch, der ist für die Haltbarkeit notwendig. Aber wenn ihr das so kracht zuhopft, dass man nichts anderes mehr schmeckt und deshalb auch kein IPA, wo ihr eine Kalthopfung macht, ihr schmeckt Gärfehler und so weiter nicht mehr, die man gerade bei den ersten Brauversuchen, sollte man seine Fehler kennenlernen und analysieren können. Deshalb eine moderate Hopfung. Ich würde kein helles machen, könnt ihr versuchen, es wird automatisch Bernsteinfarben, wenn er einfach so daheim braut. Also bleibt, macht auch kein komplett schwarzes, das kann auch tierisch in die Hose gehen. Fangt mit einer normalen Farbe an, ihr habt irgendeine Vorgabe an Farbe vom Rezept, dann seht ihr, bin ich dunkler, bin ich heller, dann kann man darauf später eingehen. Und Bierfarbe hat auch immer ein bisschen was mit Wasserhärte zu tun. Hier in Regensburg ein helles Bier zu brauen ist eher schwierig, wenn man keine Wasseraufbereitung macht. Und einfach, es gibt online Hobbybrauerforum, tausende von Homepages, wo Bierrezepte veröffentlicht sind. Es gibt Literatur, es gibt Hobbybrauerbücher. Sucht euch ein schönes Rezept, das sich gut anhört. Fangt mit dem an. Es soll in Regensburg eine Open-Source-Brauerei geben, wo ihr die Rezepte auf der Homepage findet. Da könnt ihr dann die einfach runterskalieren. Also fangt irgendwie mit was. Sucht euch was. Denkt jetzt nicht, ihr müsst jetzt gleich beim ersten Sud ein eigenes Rezept machen. Das könnt ihr dann beim dritten, vierten immer noch machen. Rohstoffe. So, wo bekommt ihr eure Rohstoffe her? Also mittlerweile haben wir das Glück, als ich angefangen habe mit 16, war es echt hart, an Hopfen und Malz irgendwie ranzukommen. Mittlerweile gibt es etliche Online-Versandhandel, die für den Hobbybrauerbedarf anbieten, wo ihr Malz bekommt, wo ihr Hopfen bekommt, wo ihr Hefe bekommt. Ihr könnt bei, wenn eine Kleinbrauerei in der Nähe ist, eine Gasthausbrauerei oder irgendwas, könnt ihr da auch mal nachfragen, du Leute, ich bräuchte 3, 4, 5, 10 Kilo Malz, kriege ich das bei dir? Das geht meistens, die können es euch meistens auch schroten. Bei Großbrauereien wird es schwierig, da ist das Bier aus nicht da ist das Malz nicht einfach aus dem Prozess rauszukriegen, weil das natürlich in geschlossenen Transporten läuft, aber Kleinbrauereien sind da meistens recht hilfreich, schroten das euch auch gleich. Und wenn ihr da kommt mit irgendwelchen speziellen Malzsorten, die die nicht haben, dann helfen die euch meistens auch und stellen mit euch das Rezept, um dass ihr trotzdem auf selbe Ergebnis kommt mit den Rohstoffen, die die zur Verfügung haben. So, Schroten des Malzes. Da wird es jetzt richtig teuer. So eine Schrotmühle kostet doch durchaus dreistellig und da auch nicht, also 150 Euro musst du mindestens rechnen für eine vernünftige Schrotmühle. Das sparen wir uns am Anfang. Du kannst bei den ganzen Hobbybrauerversendern bekommst du das Malz fertig geschrotet. Du solltest es dann nur innerhalb von einer Woche, sollte man das verbrauen. Die Enzyme bauen sich ab, die oxidieren mit Sauerstoff, wenn das mal geschrotet ist. Also fangt kauft euch geschrotetes Malz, fragt bei der Kleinbrauerei um die Ecke, ob die es euch schroten können. Und Malzmühle können wir, wenn ihr sagt, das ist ein Hobby, das gefällt mir, dann könnt ihr euch immer noch eine Mühle kaufen. Für die ersten Versuche brauchen wir das definitiv nicht, das Geld sparen wir uns. Jetzt kommen wir zum Maischen. Wir müssen jetzt unser Malz mit Wasser mischen und unsere Rasten abfahren. Dazu brauchen wir eine Temperatursteuerung. Und also wir müssen Temperaturen halten, wir müssen heizen können, wir müssen das Ganze umrühren. Einen großen Wecktopf, diese Einkochautomaten, die hat man irgendwo im Freundeskreis. Irgendjemand hat einen großen 20-Liter-Topf. Da muss man jetzt also wirklich nichts dazu kaufen. Irgendwo findet sich das. Denkt immer daran, wenn ihr 15 Liter Bier machen wollt, nehmt einen 20-Liter-Topf. Also rechnet immer mindestens 30% Steigraum ein. Größer ist besser in dem Fall. Irgendeinen Topf, den ihr habt und einen großen Rührlöffel, der bis auf den Boden von dem Topf kommt. Das ist alles. Also da geht auch eine Dachlatte. Dachlatte ein bisschen abhobeln geht genauso. Aber einfach, ihr müsst auf den Boden von dem Topf kommen und zwar nicht so, dass eure Hand so viel dann über der 70-gradigen Maische sich bewegt. Also guckt einfach, großer Rührlöffel reicht vollkommen, mehr braucht ihr nicht. Ein Thermometer ist ganz wichtig, irgendein billiges Digitalthermometer, irgendein Einkochthermometer, das man rumsitzen hat. Testet das Thermometer vor dem ersten Sudversuch mal aus, weil die haben manchmal die lecken ein bisschen, da hast du eine Zeitverzögerung drin, dass wir uns später nicht überheizen. Bei den Rasten müssen wir Temperaturen relativ genau halten. Wenn es da heißt, ihr müsst eine 62 Grad halten und das Thermometer geht auf 64 Grad, keine Panik. Das sind Enzyme, die haben Temperatur optimas, die bewegen sich in Bereichen, das ist alles gut, da gibt es keine Panik. Es gibt eine Temperatur, die dürft ihr nicht überschreiten ganz am Ende, das sind 80 Grad. Da lösen wir Stärke, die bisher noch nicht gelöst ist und killen gleichzeitig unsere Enzyme, dann haben wir ungelöste Stärke drin. Das ist die einzige Temperatur, die wirklich kritisch ist
oder, um es mit den Worten meines ehemaligen Chefs zu formulieren, ein Bier ist noch euer geworden. Und was ihr auch haben solltet, ist eine Jodlösung zum Feststellen der Verzuckerung. Wir wollen keine ungelöste Stärke mehr in diesem Bier haben, das wir brauen. Das Bier wird grau, das ist ekelhaft anzuschauen. Gleichzeitig schaffe ich dort einen Nährboden für andere Mikroorganismen, die mit Stärke umgehen können. Das heißt, ich roll mir ruckzuck eine Infektion ins Haus. Das ist dann auch nicht wirklich lecker. Jodlösung einfach, man nimmt die Stärke zum Schluss vom Prozess raus, tropft es auf einen weißen Unterteller, tut einen Tropfen Jodlösung dazu, wird es blau, ist noch Stärke drin, verfärbt es sich nicht, ist alles gut. Testet diese Jodlösung mal mit ein bisschen Stärke, dass ihr wisst, wie sieht das Blau überhaupt aus. Also nehmt ein bisschen von dem Malz, das ihr geschrotet habt, und tut mal einen Tropfen Jod drauf, dass ihr wisst, wie blaues Jod aussieht. Und das ist eigentlich alles, was ihr braucht. Also ich würde mal sagen, das meiste davon hat man da. Jodlösung gibt es in der Apotheke für wahnsinnig viel Geld. In einem Notfall, wenn man jetzt sofort Jod braucht, Beta-Isadonna-Lösung zum Wunddesinfizieren geht genauso. So, läutern. Beim Läutern wird es jetzt etwas komplexer. Wir haben jetzt sämtliche Stärke zu Zucker umgewandelt, haben die in unserer Flüssigkeit zusammen mit den ganzen Feststoffen, die übrig sind. Das müssen wir jetzt irgendwie trennen. In der Brauerei machen wir das über einen Läuterbottich. Das ist einfach ein Siebboden mit Löchern, mit Schlitzen drin. Und die Spelzen bilden den Treberkuchen da drauf, wie das dann heißt. Und darüber filtern wir unser Bier durch. Der ist jetzt zu Hause etwas komplexer. Da gab es dann von der Hobbythek damals in den 80er Jahren gab es eine Sendung zum Bierbrauen. Die sind übrigens auch schuld, dass ihr als Hobbybrauer überhaupt Bier brauen dürft und 200 Liter Bier im Jahr machen dürft. Das ist das sogenannte Lex Hobbythek. Die haben einfach einen Stuhl verkehrt rum auf den Tisch gestellt, haben zwischen die vier Stuhlbeine eine Stoffwindel festgebunden, haben da ihre Maische drauf gekippt, unten drunter einen Topf stehen gehabt und es da reinlaufen lassen. Funktioniert einwandfrei, ein altes Betttuch, gewaschen am besten ohne Parfümstoffe im Waschmittel, mit irgendwas Neutralem. Über einen Eimer gespannt, ordentlich mit einem Ratschengurt fest. Geht alles, also irgendein Eimer, wo ihr es reinlaufen lasst, irgendeinen zweiten Topf, ist relativ einfach. Es gibt sogenannte Maischesäcke, die gibt es für passende Topfgrößen. Das sind einfach Nylongewebe oder Baumwollgewebe, wo ihr das alles reinkippt und dann wieder... Genau das Gleiche wie das Leintuch, nur dass es von der Form her etwas besser an den Topf angepasst ist. Es gibt dann sogenannte Sachen wie Läuterhexen. Das sind so Rohre, die ich unten in den Topf einlege und die dann vorne ein Loch durchbohre und so weiter. Da sind wir schon wieder bei Preisen von 70 Euro, auch so ein Senkboden für den Glühweintopf, wenn der einen Auslauf hat. Da sind wir auch gleich wieder bei 50, 60, 70 Euro. Brauchst nicht ein altes Betttuch, irgendwas hat man immer daheim. Kein Jersey, das gibt es soweit nach. dann auf der einen Seite ein nice to have ist eine Spindel, dass ihr wisst, wie stark ist die Brühe, die ich da rauskriege. Also was für eine Dichte habe ich. Eine Spindel ist einfach nur ein Schwimmkörper und je nachdem, wie weit der eintaucht in unsere Würze, weiß ich, wie viel Prozent Zucker ich da drin gelöst habe. Kann ich dort an der Skala ablesen. Das Problem ist, eine Spindel ist geeicht auf 20 Grad. Die Dichte, klar, wisst ihr, verändert sich mit der Temperatur. Ihr müsst die Probe dann in irgendeinem Standzylinder runterkühlen, was daheim gar nicht immer so einfach ist. Gibt es aber eine Spindel, gibt es für 6 Euro, Standzylinder nochmal 2, 3 Euro dazu, könnt ihr machen. Wirklich ein bisschen geiler ist dann wirklich ein Refraktometer. Refraktometer, die sind meistens auf Brix geeicht. Grad Brix ist einfach auf eine andere Zuckerart berechnet. Gibt es Umrechnungstabellen. Zur Not kann man auch einfach mit Grad Brix als Grad Plato arbeiten. Reicht im Hausbereich. Da braucht ihr nur einen Tropfen, den ihr auf 20 Grad kühlen könnt. Das heißt, wenn dieses Refraktometer, wo ihr diesen einen Tropfen drauf gibt, wenn das 20 Grad hat, dann habt die Probe 20 Grad. Die meisten Refraktometer heutzutage von AliExpress und Co. sind temperaturkompensiert. Da hast du wirklich kein Problem. Kostet 40 Euro, kann man sich überlegen, ob man das will. Eine Spindel für 6 Euro tut es genauso. Ich kenne auch Leute, die brauen komplett ohne Messung. Die wissen dann hinten nach nicht, was ihr Bier hat an Alkohol und so weiter. Ist eigentlich gar nicht schlimm, aber wenn du jetzt deinen Prozess dann im zweiten, dritten Sud optimieren willst, wäre es halt geil, wenn du vom ersten Sud schon weißt, wo du ungefähr gelandet bist. So, jetzt kommen wir zum Würzekochen. Also wir haben das, ganz kurz beim Läutern. Wir haben jetzt also erstmal unsere Vorderwürze, also das, was einfach abläuft von dem Malz, das haben wir jetzt gefangen.
Jetzt nehmen wir einfach eine Gießkanne mit heißem Wasser, gießen da noch ein bisschen heißes Wasser drüber. Die Mengen findet ihr in den Rezepten, die ihr ausgesucht habt. Gießt da noch ein bisschen das heiße Wasser drüber, wascht den restlichen Zucker aus und nehmt das Ganze dann in euren Topf, in dem wir dann die Würze kochen. Dann nehmen wir wieder den Topf vermeischen. Das heißt, Topf vermeischen ist da, da kann man ein bisschen umrühren ab und zu dabei, dass die Temperatur sich besser verteilt beim Aufheizen. Den Rührlöffel habt ihr auch schon unter die Dachlatte, ist alles kein Thema. Was schön ist, ist eine Küchenwaage oder so eine kleine Taschenwaage, dass ihr euren Hopfen genau abwiegen könnt, weil Hopfen kriegst du jetzt eher seltener grammweise abgewogen. Das macht, wenn ihr bei der Hobbybrauerei oder bei der Kleinbrauerei um die Ecke holt, klar, die wiegen euch einen Hopfen ab. Ansonsten eine kleine Waage, wenn keine Küchenwaage oder sonst was vorhanden ist, tatsächlich die billigsten Waagen, die relativ genau sind, bekommt ihr in den Kifferläden. Also da kriegst du für 15 Euro eine Taschenwaage, die hinreichend genau ist für unsere Zwecke. Auch beim Hopfen ist es, ja, du wirst da teilweise, du wirst nicht mehr wie 30 Gramm Hopfen brauchen für deinen ersten Sud oder so. Mal grob geschätzt, ist so eine Hausnummer. Ob da jetzt ein Gramm mehr oder weniger drin ist, also ihr braucht da kein Laborequipment. So, wir haben jetzt unsere Würze haben wir gekocht, den Hopfen haben wir zugegeben zu verschiedenen Stellen. Wir haben genügend Wasser verdampft. Jetzt ist das eine Brühe, wo richtig viele Eiweißflocken drin schwimmen. Das sieht aus, wie wenn ihr einen Eierstich in eine Suppe reinrührt. Ist wirklich nicht lecker. Das regelmäßige Kommentar bei Leuten in der Brauerei, das wird ein Bier. Wenn sie da reinschauen, sieht nicht lecker aus. Ist nicht lecker, deshalb machen wir jetzt den Whirlpool. Ihr seid immer noch im selben Gefäß, im selben Topf, wo ihr gemeischt und wo ihr gekocht habt. Und rührt es einfach in eine Richtung an, so schnell wie es geht. Gerade so, dass es nicht über den Rand rausschwappt. Also maximale Geschwindigkeit, was ihr machen könnt. Und dann sammelt sich der Hopfen schön in der Mitte, gibt einen sogenannten Trubkegel. Und ihr könnt dann seitlich das abziehen. Vorher die Maische konntet ihr alles irgendwie mit Bechern schöpfen und so weiter. Was man jetzt noch bräuchte, wäre entweder ein Schlauch zum das dann abziehen, dass ihr da seitlich abziehen könnt. Wenn ihr so einen Glühweintopf habt, die haben meistens schon einen Auslaufhahn, dann könnt ihr schön über den Auslaufhahn das ablassen. Ist also alles kein Problem. Das mit dem Whirlpool ist immer, wenn man es noch nie gesehen hat, schwer zu verstehen. Also so sieht es dann aus, wenn man langsam an diesen Trubkegel rankommt. Der Topf ist jetzt etwas größer, der hat 300 Liter. Ist aber das gleiche Prinzip, wie wenn es daheim in der Küche macht. Das, was da jetzt in der Mitte steht und auch so leicht aufschwimmt, das sind praktisch diese Eiweißstoffe, die ich loshaben will. Wenn ich die nicht trenne, wenn ich sage, das spare ich mir, ich gehe jetzt einfach, gebe da, kühle das ab, tue meine Hefe drauf, verschmiert mir die Hefe. Das heißt, die Hefe wird einfach verkleistert, wird zugebaut, kann nicht mehr Stoff wechseln, wird alles nur kein vernünftiges Bier. Wenn es dann leer ist, sieht es so aus. Wer mag? Ich möchte niemand absprechen, dass er seine eigenen Erfahrungen macht. Viele Leute sagen, komm mal das essen. Ihr könnt es probieren, ich würde es nicht. Also du schmeckst zwei Tage nur bitter. Also der Geschmack geht nicht mehr aus dem Mund raus. Da ist noch so viel ungelöste Alphasäure, da ist noch so viel ungelöstes Hopfenzeug drin. Don't. So, jetzt kommen wir zur Gärung. Und jetzt im Heißbereich, da konnten wir rumsauen, wie wir wollten. Jetzt in der Gärung müssen wir steril arbeiten. Jetzt beginnt die Gefahr, dass uns irgendetwas dieses Bier infiziert. Das Steril steht hier oben in Anführungszeichen. Warum? Du kannst zu Hause nicht steril arbeiten. Also zu Hause in der Küche. Da ist ein Fenster offen, es blühen es sind gerade die Zwetschgen reif, du hast wilde Hefen in der Luft, du hast irgendwo eine offene Essigflasche stehen, die muss nicht mal offen sein, du hast eine Essigflasche in der Küche, das reicht schon. Du kannst nicht steril arbeiten, aber ihr müsst so sauber wie möglich arbeiten. Also da ist es jetzt wirklich wichtig, so sauber wie möglich arbeiten. Dazu reichen normale Haushaltsreinigungsmittel, also ein Pril, irgendwas, so ein Geschirrspülmittel reicht nicht. Holt euch wirklich im Hobbybrauerbedarf, Oxy-Braureiniger ist jetzt einen, den ich kenne, der leicht zu dosieren ist, ist jetzt keine Kaufempfehlung, aber so ein Reiniger, den es gibt, da kriegst du 100 Gramm für 4 Euro. Du brauchst von diesem Zeug 4 Gramm auf einen Liter und ich würde da auch nie mehr wie einen Liter Reinigungslösung anmachen, sondern das reicht dann zum, arbeitet auch nicht mit eurem normalen Spüllumpen, weil ihr glaubt nicht, was da alles drin wächst. Ja, es holt euch eine Bürste,
nehmt eine Bürste, die man sauber kriegt, die man vielleicht auch mal mit auskochen kann. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Und wir brauchen jetzt irgendein Gefäß, in dem wir vergären. Da tut es ein Eimer ein groß genuger, der irgendeinen Deckel hat. Man kann da, es gibt da in diesem Hobbybrauerhandel, gibt es so Gäreimer, die haben gleich unten einen schönen Auslaufhahn. Das ist wirklich nice to have. Die gibt es zwischen 10 und 30 Euro, je nach Ausstattung. Das ganze Ding muss einen Deckel haben. Das muss also einen aufliegenden Deckel haben. Wenn ihr kein Gärröhrchen habt, es gibt ja diese Gärspunden, die dafür sorgen, dass CO2 raus kann, aber keine Luft reinkommt, braucht man nicht unbedingt ein aufliegender Deckel. Reicht, weil die Kohlensäure, die bei der Gärung entsteht, die ist eh schwerer wie Luft und bildet dann ein schönes CO2-Puffer. Gärröhrchen könnt ihr haben, spricht nichts dagegen. Wenn ihr kein Gärröhrchen habt und einen Deckel mit Eimer habt, macht den Deckel nicht fest drauf. Die Kohlensäure wird einen Druck aufbauen, ihr werdet irgendwann ein hören. Dann hast du aber schon so viel Kohlensäure drin, dass die sich spontan entbindet. Viel Spaß beim Putzen. Also es gibt eine ordentliche Sauerei. Achtet bei dem Eimer auch drauf, mindestens 30% Steigraum. Wenn so eine obergärige Hefe mal richtig losgeht, wenn wir vielleicht gerade im Sommer sind und haben Temperaturen zu Hause von 20, 24 Grad in der Wohnung, stellt es am besten in eine groß genug Wanne, den Eimer. Und dann sind im Sommer auch 50% Steigraum nicht zu viel berechnet, aber 30% würde ich immer Minimum ansetzen. So, Kühlung. Jetzt geht es darum, wir müssen unser Bier kühlen. Wir müssen, wenn wir die Hefe reingeben, wenn wir noch bei 90 Grad sind, sterilisieren wir die Hefe ist tot. Bringt uns nichts. Wir müssen jetzt auf Gärtemperatur kommen. Das Einfachste ist, Badewanne voll mit Wasser machen, da den Gäreimer reinstellen. Das Tolle ist, wenn ihr jetzt noch heiß in diesen Gäreimer seid und vorher getestet habt, dass dieser Eimer auch die Temperaturen aushält. Wenn ihr jetzt heiß in den Gäreimer gegangen seid, seid ihr hier noch steril. Das heißt, ihr habt es jetzt geschafft. Natürlich habt ihr ihn vorher sauber gemacht, auch den Deckel sauber gereinigt mit irgendeinem Desinfektionsmittel. Aber ihr seid jetzt noch steril. Das heißt, du stellst es einfach rein. Natürlich zieht er durch die Umgebung immer ein bisschen Luft nach, aber das ist okay. Du kannst dir jetzt noch irgendwelche Kupfer- oder Edelstahlspiralen kaufen, die du dann in den Gäreimer hängst und ans Wasser anschließt, lässt da kalt Wasser durchlaufen. Geht, kann man machen, kostet 50 Euro, brauchst du nicht. Wenn du im Winter brauchst, stell den Eimer raus. Stell ihn raus auf den Balkon, reicht als Kühlung für die ersten Versuche. Man kann dann auch noch Plattenwärmetauscher nehmen, wo man dann im Gegenstrom mit einer Wasserkühlung arbeiten. Die gibt es vom Installationsbereich aus Edelstahl oder im Automobilbereich aus Edelstahl. Ja, sind Kosten, die kannst du dir sparen. Also wirklich für den ersten Versuch. Es geht ja hier darum, was brauche ich, um anzufangen mit dem Brauen und nicht, wie mache ich es dann später, Profi-Hochedel. Also einfach stellt es in die Badewanne. Wenn es im Sommer ein bisschen arg warm ist, geht an die Tankstelle, kauft euch einen Beutel Eis und werft den Beutel Eis mit rein, nachdem ihr das Wasser ein, zwei Mal gewechselt habt und die grobe Temperatur weg ist. Thermometer von vorher, um die Temperatur festzustellen, haben wir schon. Das heißt, hier braucht man eigentlich auch nicht wirklich Geld auszugeben. So, dann kommen wir jetzt zu der Hauptgärung. Wir haben unser Bier jetzt runtergekühlt, wir sind jetzt auf 24 Grad, 25 Grad, den Rest macht die Raumtemperatur. Wir haben eine obergärige Hefe gewählt, die arbeitet bei Raumtemperatur. Lasst euch nicht erschrecken, auf den Hefepackungen steht meistens drauf Temperaturbereich von 15 bis 18 Grad, maximal 20. So eine obergärige Hefe, die wird euch auch bei 24 Grad noch arbeiten. Die wird euch auch bei 25, 26 Grad im Sommer noch arbeiten. Die macht vielleicht ein bisschen fruchtigere Aromen. Wenn ihr in die Ale-Richtung geht, ist es genau das, was man will. Also lasst euch dort nicht verrückt machen. Aber generell, man möchte natürlich nicht zu heiß, wenn ihr jetzt in einer Dachwohnung wohnt, die im Sommer 30 Grad hat, dann wird es für die Hefe sportlich. Habt ihr irgendwo einen Kellerraum, 15 bis 18 Grad, 20 Grad? Habt ihr irgendwo eine Abstellkammer, wo vielleicht die Sonne nicht direkt drauf bleibt? Also schaut wirklich, dass ihr da mit einer Temperatur in einem Bereich um die 20 Grad, 24 Grad ist auch noch kein Thema, kommt, unter 20 Grad. Habt ihr vielleicht einen Kühlschrank, in den genau dieser Eimer passt? Habt ihr vielleicht für einen alten Kühlschrank genau passend den Eimer gekauft? Ich kenne Kollegen, die haben ein Aquarium genommen, haben das in den Kühlschrank geschoben und haben dann außenrum mit Styroporplatten gearbeitet. Das ist alles übertrieben, aber
Also es gibt viele Möglichkeiten im Normalfall, wenn ihr eine vernünftige Hefe ausgesucht habt, also so eine klassische englische Ale-Hefe, eine Althefe, eine Kölsch-Hefe, vielleicht sogar eine bayerische Weißbier-Hefe. Die kommen mit den normalen Raumtemperaturen aus. Wenn es mal zu warm wird, nehmt die Nottingham Ale-Hefe. Das ist so, die Nottingham Ale, die macht einfach alles mit. Also die könnt ihr bei 28 Grad reinwerfen. Die wird dann durch ihre eigene Gäraktivität, entwickelt die noch ein bisschen Temperatur mit. Die wird euch auf 30 Grad gehen und trotzdem noch weiterarbeiten, ohne Probleme. Wenn ihr jetzt sagt, nee, aber bei mir ist es immer mindestens 30 Grad in der Bude, könnt ihr zur Not auch in die Richtung von norwegischen Quake-Hefen gehen. Da wird es aber insofern komplex, weil da müsst ihr schauen, dass die mindestens 36 Grad haben, dass die Spaß haben. Also da wird es in die andere Richtung komplex. Aber wählt einfach die passende Hefe für die Temperatur und wir kriegen das Ganze irgendwie hin. Wo ist es jetzt? So, jetzt haben wir circa eine Woche gewartet. Wir haben keine Gäraktivität mehr. Das seht ihr, also wenn die Hefe angekommen ist. Moment, wir haben noch nicht über die Hefe selbst geredet, Entschuldigung. Zur Hefe selbst noch ein Wort. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Hefetypen. Ihr könnt Flüssighefen kaufen, ihr könnt Trockenhefen kaufen, ihr könnt in sogenannte Smashpacks kaufen. Da ist Hefe mit Nährflüssigkeit drin, da muss man ein Stäbchen drin brechen oder die aufschlagen, dass das vermischt wird. Nehmt am Anfang Trockenhefen. A, kosten Trockenhefen am wenigsten. Die gibt es in schönen 11,5 Gramm Packen. Die passen von 10 Liter bis 50 Liter, die obergärigen Hefen, das passt zum Päckchen und gut ist, egal was der Hersteller draufschreibt. Und ich habe erst einmal in meinem Leben mitgekriegt, dass so eine Trockenhefe nicht ankam. Bei diesen ganzen anderen Verpackungsformen, wie wurde die Flüssighefe gelagert? Die Flüssighefe, die du kaufst, da ist die Hefe da drin vital und am Leben und nicht inaktiviert wie in einer Trockenhefe. Für die ersten Versuche später, wenn ihr mit abgefahrenen Hefen arbeiten wollt, die es nur als Flüssiglösung gibt, hält euch keiner davon ab. Für die ersten Versuche nehmt eine Trockenhefe. Das ist einfach idiotensicher. Die funktionieren. Packerl aufreißen, drüber streuen. Die ganzen Hersteller haben heutzutage meistens noch in ihren Anweisungen, wie man die Hefe verwendet, dass man die vorher in einer 30-grädigen Wasser- oder Zuckerlösung rehydrieren soll, aufstreuen, stehen lassen, dann vorsichtig einrühren. Alles Blödsinn. Die ganzen Hersteller mittlerweile arbeiten ihre Dosageempfehlungen um, auf die Würze aufstreuen, fertig. Also sobald eure Hefe die Temperatur erreicht habt, macht ihr das Packerl auf, streut es auf die Oberfläche und rührt nicht um. Dann holt die sich die Feuchtigkeit, die sie braucht, dann fängt die das Leben an und die sind auch von den Nährstoffen so gut eingestellt, wenn ihr irgendwo hört, ihr müsst aufpassen, dass eure Hefe in eurem Bier richtig ernährt wird, dass ihr genügend Eiweiße habt, dass ihr genügend Spurenelemente habt. Ihr müsst Zink zugeben für die Hefe. Die Trockenhefen, die ihr kauft, die sind so perfekt eingestellt, das verzeiht erstmal die meisten Fehler. Wenn wir dann wirklich Gärschwierigkeiten haben, wenn das gar nicht, dann können wir uns anschauen, ob wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Aber im Moment würde ich erstmal sagen, für den ersten Versuch, macht euch da keinen Kopf, macht einfach ein Bier nach irgendeinem Standardrezept und haut die Hefe oben drauf und dann kommt die an. So, jetzt haben wir da eine Woche circa, im Sommer vielleicht auch nach 2 Tagen habt ihr keine Gäraktivität mehr. Die Hefe, die wird kurz explodieren, ihr habt da eine schöne Schaumschicht oben drauf und dann tut die Hefe nichts mehr. Das seht ihr dann richtig, die Schaumdecke oben fällt zusammen, das steht flach da. Wenn ihr einen Gärspunden habt, blubbert der nicht mehr. Dann sind wir mit der Hauptgärung durch. Wir haben jetzt keine Zucker mehr drin für unsere Hefen. Dann kommt die Nachgärung. Die Nachgärung, wir lassen das Ganze jetzt noch eine Woche stehen. Wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr jetzt das Ganze von der Hefe abziehen, in ein neues Gefäß geben. Ist natürlich immer ein biologisches Risiko, dass ich mir dann über einen Schlauch, über irgendwas wieder eine Infektion reinfange, dass von irgendwo eine Milchsäurebakterie herkommt, von irgendwo eine Essigsäure herkommt. Neulich hat ein Kollege von uns, ein Hobbybrauer, der hatte eine Pediokokken-Infektion, die du dir da bei sowas dann leicht einfangen kannst. Das heißt, du hast da Schleimstrukturen in deinem Bier drin. Deshalb, ja, man kann es von der Hefe abziehen. Ja, die Hefe kann autolysieren und schlechte Geschmäcker reingeben. Das Risiko wäre mir jetzt im Hobbybereich zu groß. Ich würde es einfach in diesem Eimer noch eine Woche stehen lassen. Die Hefe setzt sich ab.
Es werden noch unedle Aromakomponenten ausgetrieben. Einfach eine Woche stehen lassen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt, dass es etwas kühler wird, wie vielleicht zur Hauptgärung. Wenn ihr es vorher sagt, Mensch, ich habe daheim in dem einen Raum habe ich 18 Grad, im Keller habe ich 12 Grad, dann tut es im Keller. Wenn nicht, lasst es bei derselben Temperatur stehen. Das reicht also für obergärige Hefen, die eh fruchtigere Aromen machen, ist das überhaupt kein Problem. Ansonsten habt ihr natürlich wieder, passt das Ding in den Kühlschrank. Ihr könnt das auch bei 5 Grad runterziehen. Also dann wirklich, dann setzt sich die Hefe besser ab, das Bier wird blanker. Alles Möglichkeiten, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht's. Aber kauft euch jetzt nicht irgendwie extra ein Kühlequipment dafür. Das braucht's nicht. Das wird ein Bier werden, das man trinken kann. Und wir wollen jetzt noch nicht ein perfekt abgeklärtes Bier oder irgendwas, sondern es wird ein Bier, das wird gut, das wird lecker. Und spart euch lieber eine Infektion, wie dass ihr euch da jetzt zu viel Technik reinsteckt. So, Frage ist jetzt, sind wir jetzt fertig? Ja, wenn du jetzt so als Engländer, I really love those flat warm ales, du könntest das so trinken. Du könntest das jetzt auch schon bei der Gärtemperatur trinken. Die obergärigen Hefen, die machen relativ wenig Fremdaromen. Das heißt, da ist jetzt nichts dabei drin, dass wir sagen können, das kannst du so nicht trinken, wenn wir uns keine Infektion gefangen haben. Aber wir sind es in unserem Kulturkreis eher gewohnt, dass ein Bier Kohlensäure hat, dass das sprudelt. Also machen wir jetzt noch, wir füllen das jetzt noch ab in Fässer oder Flaschen. Fass ist wieder was, wo man kaufen müsste. Also machen wir jetzt am Anfang Flaschengärung und füllen das Ganze auf die Flasche ab. Wir brauchen irgendwelche Flaschen. Einfachste Möglichkeit, die ihr habt, ist, ihr kauft euch ein Bier in Bügelverschlussflaschen. Sobald ihr dieses Bier getrunken habt, spült ihr jede Flasche sofort aus. Ihr wartet nicht 3 Wochen, bis ihr da einen Schimmelrasen drin habt, sondern ihr spült dies sofort aus. Ihr könnt sie dann nochmal, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Spülmaschine, das machen wir gleich, also Bügelverschlussflaschen. Ihr könnt auch Kronkorkenflaschen nehmen. Ein Kronkorker kostet euch 15 Euro mit 100 Kronkorken, 50, 100 Kronkorken dabei. Für den ersten Versuch, sieht professionell aus, kann man machen. Bügelverschlussflaschen ist eine Möglichkeit. Ihr könnt auch normale Brunnenwasserflaschen nehmen. Dann stellt das Bier halt nicht in die Sonne. Das sollte kein Licht abkriegen. Aber da habt ihr eine Flasche mit Schraubverschluss. Das geht. Vorsicht bei so Bügelverschlussflaschen, wo Olivenöl drin waren. Die sind nicht druckfest. Habe ich mal probiert. Das war eine Riesensauerei. Mir hat jede einzelne Flasche zerrissen. Also guckt, dass ihr Flaschen nehmt, wo ein CO2-haltiges Getränk vorher drin war. Nehmt keine PET-Flaschen, die halten die Temperaturen in der Spülmaschine teilweise nicht aus. Aber nehmt irgendeine Glasflasche, wo irgendwas drin war. Bügelverschlussflaschen ist eine Möglichkeit. Kronkorkenflaschen, wenn ihr euch noch einen Kronkorker dazu holt. So, die Flaschen, die habt ihr sofort ausgespült, dass kein Schimmelrasen entsteht. Aber damit sind die natürlich nicht steril, nicht sauber genug. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Spülmaschine ohne Glasspüler zu betreiben, dann lasst sie durch die Spülmaschine, also auch nicht diese 3-in-1-Tabs oder irgendwas. Der Glasspüler sorgt dafür, wenn ihr seht es manchmal, wenn ihr daheim ein Glas aus der Spülmaschine holt und schenkt das erste Bier ein, dann hat es so einen groben Schaum. Der Schaum wird richtig grobporig, fällt sofort zusammen. Das geht also auf euren Bierschaum. Deshalb wollt ihr das nicht in den Bierflaschen drin haben. Ansonsten spült sie einfach heiß aus mit ein bisschen Spüli. Spüli macht das Gleiche. Ordentlich nachspülen, ordentlich mit Wasser nachspülen. Schrubbt sie von Hand mit einer Bürste. Alles möglich, Hauptsache die Flasche ist sauber. Ihr seht keine Verunreinigung mehr, ihr riecht keine Verunreinigung mehr, ihr riecht auch keine Rückstände von Spülmittel mehr. Und dann gibt ihr die Flaschen einfach in den Backofen bei 120 Grad für eine Stunde. Und dann sind die steril und dann reicht es für uns. Sind sie steril genug. Bei Bügelverschlussflaschen macht die Dichtung runter. Die hält 120 Grad nicht aus. Es gibt in so Hobbybrauerversendern gibt es Silikondichtungen zu kaufen. Die halten das aus. Dann könnt ihr die Flasche nämlich zumachen und dann kühlt die Flasche ab und ihr habt die Flasche wirklich verschlossen und steril. Das ist ein geiler Scheiß. Braucht ihr aber zum ersten Mal nicht. Wenn ihr von Herstellern Bügelverschlussflaschen verwendet, die eine verklebte Dichtung haben, macht den ganzen Bügel weg. Weil das brennt euch rein, das ist kein Spaß. Die Flaschen kriegst du nie wieder sauber. Sage ich nur, weil ich so schlau bin, nicht weil mir das schon passiert ist. Die Dichtungen,
die ihr jetzt weggenommen habt oder die ganzen Verschlüsse, die legt ihr einfach in euer Reinigungsmittel, in dieses Desinfektionsmittel, das ihr euch vorher gekauft habt. Spült dieses Desinfektionsmittel danach gut ab und dann könnt ihr anfangen abzufüllen. So, wir müssen jetzt Flaschengärung machen. Flaschengärung braucht unsere Hefe wieder eine Form von Extrakt, die braucht Nahrung. Und da wir jetzt zu Hause brauen und das nicht in den Handel geht, können wir auch Zucker nehmen. Wir nehmen ganz normalen Haushaltszucker. Ich habe schon Anfängersets für Hobbybrauer gesehen mit einem Kilo Brauzucker. Blödsinn, es stinkt normaler Rübenzucker. Rübenzucker, das billigste, was ihr findet, ein Kilo. Ihr mischt es entweder in das Bier, das ihr abfüllen wollt. Das zieht ihr bitte vorher jetzt in ein anderes Gefäß rüber, auf eine andere Hefe, dass die Hefe unten weggeht, dass ihr die nicht wieder aufrührt. Oder ihr macht euch mit dem 3D-Drucker einen kleinen Dosierlöffel, der genau für eure Flaschengröße, dann 0,3er Flasche 2 Gramm, 0,5er Flasche 3 Gramm Zucker und gebt es in jede Flasche und füllt dann da euer Bier drauf. Und dann braucht ihr da jetzt nicht mit dem zweiten Gefäß rumscheißen, wieder mit dem Theater Infektion, ja, nein, wollen wir vermeiden. Genaue Berechnung könnt ihr natürlich auch machen, weil die genaue Berechnung für meinen CO2-Gehalt, den ich im Bier haben will, ist natürlich abhängig. Also was will ich an CO2-Gehalt drin haben und was habe ich durch meine Umgebungstemperatur schon darin gelöst? Könnt ihr euch genau berechnen. Es gibt ein super Berechnungsprogramm von Maische, Malz und Meer. Ist auch eine Seite, wo ihr schöne Rezepte findet. Aber 6 Gramm pro Liter hat schon immer funktioniert. Also das man kann auch genau arbeiten, muss es aber nicht. Wenn ihr jetzt einen Gäreimer habt mit einem Auslaufhahn, dafür gibt es Füllröhrchen. Das sind einfach Röhrchen, die passen genau auf diesen Auslaufhahn drauf. Die steckt man da drauf, macht den Auslaufhahn auf, füllt dann die Bierflasche auf dieses Röhrchen drauf. Das hat unten einen kleinen Pin, den drückt man rein und dann läuft das Bier in die Flasche. Den Zucker habt ihr vorher mit dem Messlöffel reingegeben. Und sobald ihr oben angekommen seid, nehmt ihr die Flasche einfach einen Tick runter, das Füllröhrchen, das Ventil macht zu, ihr zieht die Flasche raus und die Verdrängung von dem Röhrchen ist genauso viel, dass euer Kopfraum oben passt. Ansonsten schätzt es grob ab, also könnt auch von Hand aufmachen, zumachen, das geht genauso, dann habt ihr etwas unterschiedliche Füllstände. Es ändert nichts am CO2-Gehalt im fertigen Bier. Also die 0,1 Gramm oder weniger Kohlensäure, die da in diesem Kopfraum drin sind, die sorgen nicht dafür, dass die Flasche explodiert oder irgendwas. Also das kann man auch Eyeballing machen, das geht ohne Probleme. Füllröhrchen ist einfach ein nice to have, macht viel weniger Sauerei. Wir haben es nicht zugemacht. Muss man aber nicht haben. Auch hier wieder dieses Füllröhrchen, wenn ihr mit Schläuchen arbeitet, irgendwie, egal wie ihr das umfüllt, alles vorher durch das Desinfektionsmittel, danach gut mit klarem Wasser nachspülen. So, Starter-Set. Es gibt wirklich sinnvolle und nicht sinnvolle Starter-Sets zu kaufen. Es gibt Starter-Sets für mehrere hundert Euro. Ich habe jetzt hier eins verlinkt aus dem einfachen Grund, weil die mir erlaubt haben, ihr Bild zu verwenden. Das ist keine Kaufempfehlung, es ist aber auch keine Nicht-Kaufempfehlung. Nicht-Kaufempfehlung haben wir extra gespart, da hätte ich genügend gefunden. Es gibt also, wir haben jetzt hier so ein Starter-Set, da ist jetzt zum Beispiel für diesen Eimer noch so ein Abstandshalter dabei, der den Abstandshalter für den Maischesack, der dabei ist, bildet. Das heißt, ihr könntet in diesem Eimer sowohl läutern als später dann auch gären. Ist relativ sinnvoll, es ist ein Verschließer dabei, es ist Jod dabei, es ist Reinigungsmittel dabei. Schaut einfach, dass so die Standardsachen dabei sind. Bei dem Hersteller steht jetzt sogar noch auf der Homepage dazu, dass du noch Flaschen brauchst und einen 30-Liter-Topf. Und das finde ich eine sinnvolle Angabe, weil das fehlt wirklich. Es gibt solche Sets dann auch mit Einkochautomat für 300 Euro. Wie gesagt, Einkochautomat hat irgendjemand im Keller stehen, die Oma, irgendwer. Muss man kein Geld für ausgeben. Wie gesagt, Füllröhrchen ist ein absolutes Nice-to-have. Muss nicht sein, geht auch anders. Und bei dem kriegt ihr jetzt noch, könnt ihr euch noch eine Malzmischung, die kommt fertig geschrotet, der Hopfen passt dazu zum Brauen, mit Hefe, mit allem. Gibt's so Sets, müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber. Wie gesagt, Literatur dazu schadet auch nicht. So, unser Bier ist fertig, unser Bier ist in der Flasche, Flaschengärung, wir lassen es eine Woche bei Raumtemperatur, dann tun wir es in den Kühlschrank, nach 3-4 Tagen im Kühlschrank können wir es trinken, unser Bier ist gut, alles top. Wir entscheiden jetzt, wird's unser Hobby oder nicht. Allerdings, wir haben ja mit der Spindel vielleicht vorher mal eine Stammwürze festgestellt, auch nach dem Kochen. Ist die Stammwürze da, wo ich hin wollte? Ja, nein. Also ist sie da, wo das Rezept hin wollte? Ist sie nicht, passe ich beim nächsten Versuch, jetzt mache ich meine Malzmenge an. Bin ich etwas zu niedrig in der Stammwürze, nehme ich mehr Malz. Bin ich etwas zu hoch, nehme ich weniger Malz. Ist überhaupt kein Thema.
Passt die Bittere? Ist mir das Bier zu bitter? Ja, mein Gott, dann nimmst du das nächste Mal 10% mehr Hopfen. Ist es nicht bitter genug? Ja, hau ein bisschen drauf. Kein Thema. Passt die Farbe? Wenn die Farbe nicht passt, wenn das Bier zu dunkel geworden ist, dann nimmst du das nächste Mal mehr helles Malz. Umgekehrt, genau dasselbe. Wenn ihr jetzt sagt, ich wollte ein ganz helles Bier machen mit Regensburger Stadtwasser, ja, dann enthärtet euer Wasser. Wasser enthärten ist in Regensburg ganz einfach. Ihr wollt, Lügen für Kinder, einfach schnell gesprochen, ihr wollt die Carbonathärte loswerden, Carbonathärte im Wasser, das Wasser einen Tag vorher abkochen, über Nacht stehen lassen, über einen Whirlpool-Effekt sammelt sich der Kalk in der Mitte, habt ihr enthärtetes Wasser. Zum Brauen kriegt ihr auch ein helleres Bier hin. Ist das Bier zu süß, zu mastig, kann ich es kaum schlucken? Ja, dann habe ich in der Maischarbeit meinen Zucker nicht weit genug abgebaut. Dann habe ich mehr hochmolekulare Zucker. Dann mach halt deine Rasten 10 Minuten länger. Ist es furztrocken und der pure Alkohol, nichts mehr an Geschmack, mach deine Rasten kürzer. Passt der Kohlensäuregehalt? Ja, dann nimm halt das nächste Mal nicht 3 Gramm Zucker pro 1/2 Liter Flasche, sondern 2,5. Also überhaupt kein Thema. Und wenn jetzt dann aber optische Fehler sind, das Bier ist extrem trüb, das Bier ist grau, dann fängt die Fehlersuche an, dann wird es spaßig, dann könnt ihr, da gibt es Online-Hilfen und so weiter. Dann geht's los, dann seid ihr vielleicht gehuckt, dann wird es euer Hobby und dann wird so ein Optimierungsprozess anfangen. Und wie es dann weitergeht, das ist eigentlich vollkommen egal. Ihr könnt kreativ werden, wie ihr wollt. Entwickelt eigene Rezepte. Eigene Malzmischung, sagt, ich möchte das und das Bier, entwickelt selber. Es wird nicht auf den ersten Versuch klappen und dann macht man einen zweiten Versuch, ist überhaupt kein Thema. Fangt jetzt an mit Kalthopfung zu spielen, jetzt könnt ihr euer IPA machen. Ja, Timo, du kannst dein IPA machen. Jetzt könnt ihr, weil die Kalthopfung überdeckt natürlich viele Geschmacksfehler, die ich vorher reinbringen kann. Und erst wenn ich weiß, dass ich die nicht habe, dass mein Prozess läuft, dann macht sowas. Das ist ein Thema, in das könnt ihr euch wahnsinnig rein nörden. Also Hobbybrauen, das ist von Biotechnologie, Biologie, ihr könnt es automatisieren. Es gibt BrewPi und BrewUno, also ihr könnt da Automatisierungsprojekte starten. Also da ist wirklich, sky is the limit. Wenn ihr ein paar Sude gemacht habt und es wirklich stabil mit obergärig hinkriegt, versucht untergärig, ist gleich eine ganz andere Hausnummer, da braucht ihr Kühlungen, also was danach kommt. Vielleicht habt ihr ein Hobby gefunden und das war es jetzt eigentlich, was ihr braucht. Wir haben jetzt noch 15 Minuten Q&A eingeplant. Ich hoffe, die kriegt man noch voll. Danke. Ja, vielen Dank, Sven. Und ihr kennt das Spiel. Wer eine Frage hat, kann sich gerne melden und dann komme ich mit dem Mikro zu euch. Vielleicht eine etwas blöde Frage, aber was wird denn rauskommen, wenn ich so eine Backhefe für Brot in meine Maische werfe? Eine ganz, ganz blöde Frage. Das ist einer der Gründe, warum ich Brauer gelernt habe. Das war nicht mein erster Versuch. Das Aromenprofil einer Backhefe entspricht nicht dem, was du als Biergeschmack kennst. Also ich habe das tatsächlich schon probiert. Möchtest du nicht haben. Also das wird wirklich, du kennst diesen Geruch, den so ein Hefewürfel ausstrahlt. Genau das wirst du bekommen. Also habe ich schon probiert für dich, musst du nicht machen, macht keinen Spaß. Weitere Fragen? Niemand? Dann habe ich eine. Kann ich jedes Rezept, was vielleicht für eine professionelle Anlage gemacht ist, für anderes Equipment als das, mit dem ich zu Hause starte, bei mir zu Hause einfach nachbrauen oder hängt das ein bisschen von der Ausstattung ab? Prinzipiell kannst du jetzt Rezepte, die bei uns zum Beispiel auf der Homepage sind oder die du von woanders liest, prinzipiell kannst du die zu Hause nachbrauen. Du musst das Ganze natürlich runterskalieren und du musst immer bedenken, du wirst zu Hause höchstwahrscheinlich eine geringere Ausbeute haben wie jetzt diese Brauerei. Das heißt, wenn du jetzt ein Rezept hast von irgendeiner professionellen Brauerei für 11 Grad Plato, Stammwürze für dein Bier dann, wunder dich nicht, wenn du bei 10 Grad Stammwürze landest, 10 Grad Plato landest. Kann passieren. Aber prinzipiell kannst du das alles nachbrauen. Was bei vielen größeren Brauereien der Fall ist, ist, dass die sogenannte Dekoktionsverfahren fahren, dass die also maischen, dann einen Teil dieser Maische wegnehmen, die kochen und die dann zurückbrühen, und zwar in genau der richtigen Menge,
dass ich dann auf die nächste Rasttemperatur komme, dass ich also das Kochende zu dem Kühleren dazugebe, dann lande ich genau bei meiner Rasttemperatur, dann brauchst du halt einen zweiten Topf. Aber prinzipiell kannst du das grob runterskalieren, aber sowohl deine Hopfenausbeute wird eine andere sein. Übrigens, die kann im Hausbereich auch eher mal nach oben gehen wie nach unten. Und bei Malz wirst du höchstwahrscheinlich eine geringere Ausbeute haben. Moin. Moin. Wenn ich statt abgekochtem Wasser eine andere Flüssigkeit benutze, wie zum Beispiel etwas Zuckerhaltiges mit Kräutern oder Koffein, was passiert im Prozess so anders? Worauf muss man da noch so achten? Ich nehme mal an, du spielst auf eine Limo an, die wir hier alle öfters mal konsumieren. Danke mir fürs Hochhalten. Wir haben ein Problem. Ich nenne es jetzt beim Namen. Die Mate, die kommt einfach, die ist perfekt eingestellt, dass sie uns schmeckt. Das heißt, die hat einen pH-Wert, der schon irgendwo bei 2,5 liegt. Ist ganz toll, du wirst nichts anderes haben, wie du wirst, außer der Hefe wird da nichts durchkommen bei dem pH-Gehalt. Also du bist da schon mal von der Mikrobiologie auf der sicheren Seite. Das Problem ist aber, du wirst das Ganze noch saurer machen. Dann hast du in diesen Kräuterlimonaden, hast du nicht außer dem Zucker keinen unverkehrbaren Extrakt. Wenn ich jetzt ein Bier mache, dann habe ich da immer vierfach, fünffach, sechsfach Zucker drin, die Hefe nicht verknabbern kann, die mir aber noch eine Vollmundigkeit reingeben. Das heißt, das Getränk wird extrem schlank werden. Das wird also Riesling. Also das wird wirklich ein ganz trockener Riesling werden. Prinzipiell kannst du das machen, du kannst es ausprobieren. Es gibt technologische Herausforderungen, die ich dir jetzt auch nicht aufschlüsseln kann. Also das ist ein Thema, da muss man, glaube ich, länger dran arbeiten. Aber wie gesagt, du wirst mit einem extrem niedrigen pH-Wert starten. Und wenn dann der Zucker fehlt und dann hast du diesen pH-Wert, wird sportlich. Könntest aber mit Laktose zum Beispiel, wenn jemand nicht laktoseintolerant ist, kann mit Laktose nacharbeiten, weil das kann die Hefe nicht vergären. Das gibt aber wieder eine Restsüße rein. So, das wird manchmal bei diesen Milky Stouts und so wird es verwendet. Ich würde da gerne noch die Frage nachwerfen. So dieses Getränk denn schon in Flaschen wäre, kann ich noch irgendwas tun oder ist es dann zu spät? Guck mal, ob du irgendwie beim Einschenken noch ein halbes Löffelchen oder so eine Messerspitze Laktose, würde ich vielleicht probieren, dass du einfach eine Vollmundigkeit reinkriegst. Weil es wird zu sauer sein, es wird zu trocken sein, nehme ich an? Ja. Ja. Probier's mit der Laktose. Ich weiß. Wo wir jetzt schon mit dem Rumspielen an Bieren war, da war neulich bei Lego oder so, der ja immer alles Mögliche nachbastelt, so diese ganzen Hilfsstoffe, die da die Großbrauereien reinwerfen. Was ist da denn eigentlich deine Einstellung zu? Ich fand es nur sehr erschreckend, von wegen Reinheitsgebot immer rumbasteln und dann erstmal den Chemiebaukasten rausholen, weil nachher ist es ja nicht mehr drin. Ja, also auf der einen Seite, ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang gesagt, ich war 20 Jahre im Betriebnehmer für Brauereien weltweit. Ich habe jeden Scheiß gemacht. Also definitiv, ich habe das alles gemacht, ja. Die Sache ist jetzt, wo setzen wir den Schuldigen fest an dieser Situation? Der Kunde will, auch weil die Brauerei ihm gezeigt hat, dass es geht, der Kunde will ein Bier mit 12 Monaten Haltbarkeit. Wie soll ich bei einem handwerklich hergestellten Produkt, einem lebenden Produkt, wo lebende Hefen drin sind, wie soll ich da ein Jahr Haltbarkeit hinbekommen? Wie soll ich eine ein Jahr Haltbarkeit hinbekommen mit Eiweißstoffen, mit Gerbstoffen, die da drin sind, die einfach im Laufe der Zeit Komplexe bilden und ausfüllen und das Bier wird trieb und der Kunde will es nicht mehr. Natürlich haben die Brauer oder die Brauereien ihre Kunden so erzogen, weil länger Haltbarkeit. Ich habe Leute gesehen im Supermarkt oder im Getränkemarkt, die eine Flasche Bier weggestellt haben, gesagt, nur noch 3 Monate haltbar, das ist ja alt. Es war von der Schwester Doris aus Lappersdorf, die gibt 3 Monate Haltbarkeit. Aus genau den Gründen, weil sie sowas nicht machen will. Ja, also diese PVPP-Filtration, Mikroplastik im Bier, was da oft angesprochen wird, da nehme ich einfach Gerbstoffe raus, die mir später keine Komplexe bilden, dass das Bier länger haltbar bleibt. Also es ist einfach, was willst du haben? Ich persönlich setze es nicht ein. Ja, ich persönlich setze auch, wenn ich Biere außerhalb des Reinheitsgebots mache, dann setze ich auch mal Zucker ein.
Aber bei uns ist ja alles deklariert, wir schreiben alles drauf. Also bei uns wirst du jetzt ich persönlich setze kein PVPP ein, weil ich einfach in unserer Nische kann ich kurze Haltbarkeiten geben. Ich kann sagen, mein Bier ist 4-5 Monate haltbar. Deshalb mache ich das auch und ich mag das auch. Aber ich kann das durchaus jede große Brauerei verstehen, die sich da auf dem umkämpften Markt wiederfindet und sagt, ich muss 12 Monate Haltbarkeit geben, ich muss exportieren. Trink klein, trink lokal, dann hast du das Problem meistens nicht. Zu dieser Sache mit der Steuer, die man darauf zahlen muss, wenn man das Bier jetzt zum Beispiel nicht daheim, sondern in den Räumlichkeiten eines befreundeten Hexbers brauen würde. Wie aufwendig ist denn das und wie teuer? Also A muss ich sagen, der befreundete Hexbase, wir kennen uns ja, du bist ja aus Regensburg. In Regensburg haben wir das Glück, dass die Leute vom Hauptzollamt, die für die Biersteuer im Hobbybereich zuständig sind, dass man mit denen reden kann. Man kann dort anrufen und die erklären dir das wirklich detailliert. Ich kann dir jetzt keine Rechtsberatung geben. Es ist relativ simpel, aber es gibt das sogenannte Formular 2075 beim Hauptzollamt. Das kriegst du beim Zollportal online zum Runterladen. Da trägst du ein, da meldest du deinen Sud an, wie viel Bier du machst, wie viel Grad Stammwürze das haben soll. Und ganz wichtig ist, auf diesem Formular gibt es ein kleines Kästchen, da steht dort Brauen ohne Genehmigung. Das muss man wissen, dass man das ankreuzen kann, weil keiner von uns, der dann so braut, hat eine Genehmigung. Und dann waren das, also wir haben ja in unserer Hobbybrauerei, die ich davor hatte, die Waschraumbrauerei, die war in einem gemieteten Raum, deshalb mussten wir da ab dem ersten Liter versteuern. Du rechnest dir selber aus, wie viel das ist, schickst diese Steuermeldung ab, dieses 2075 und überweist das Geld dann und es waren dann für 50 Liter Bier immer zwischen 5 und 8 Euro. Also das ist überschaubar und es ist auch machbar. Okay, nachdem wir die steuerlichen Fragen auch noch geklärt haben, ist noch weitere Fragen. Nur eine organisatorische für nachher. Wann geht die Brauereiführung los? Es sind nur die Abfahrtszeiten für den Bus drauf und nicht die... Ich habe keine Ahnung. Hast keine Ahnung. Okay, gut, danke. Also mich würde noch interessieren, wenn man jetzt nicht so steril arbeitet, was kann denn da so passieren? Woran erkenne ich das, was schiefgelaufen ist? Was sind so Worst-Case-Szenarien? Ja, Worst-Case-Szenarien. Das Bier wird sauer. Das schmeckst du, das riechst du. Das hat einen Essigstich. Das hat ist relativ selten der Fall, ist aber eine Möglichkeit, die sein kann. Also, dass du einfach Säurebildner reinkriegst, das schmeckst du dann gleich. Wenn der Zahnschmelz weg ist, war irgendwas falsch. Diese Pediokokken-Geschichte, dass du wirklich so Schleimspuren drin hast. Fäkalaromen sind was Wunderprächtiges in einem Bier, möchte man nicht haben. Also du wirst es riechen, schmecken, sehen. Also es sind nicht irgendwelche, wenn da irgendwas Subtiles ist, wenn du dir mal über die Luft eine Karmhefe einfängst, dass bei deiner Gärung leichte Hefehäutchen oben drauf schwimmen. Wenn es geschmacklich nichts ausmacht, trink das Zeug. Wir haben das Glück, dass im Bier keine Pathogenen überleben. Also dadurch, dass wir mit dem pH-Wert bei einem Bier bei 4,5 oder unter 4,5 liegen oder so ungefähr, dadurch, dass wir den Hopfen drin haben, der mit seinen Bitterstoffen, auch mit den ätherischen Ölen Mikroorganismen unterdrückt, kannst du eigentlich vom Bier nicht krank werden. Also von daher, Gefahren bestehen eher keine, dass du da jetzt irgendwie mit Botulinum oder sowas zu kämpfen hättest. Von daher, du wirst es riechen, schmecken, sehen. Und zwar deutlich. Also wenn irgendwo eine Spur von einer leichten Säuerlichkeit drin ist, ja mei, dann passt man beim nächsten Mal ein bisschen besser auf. Eine Frage würden wir noch schaffen. Es gibt aber keine. Gut, dann nochmal vielen Dank an Sven und viel Spaß beim Brauen. Danke.